So, Leute, ich heiße euch herzlich willkommen. Wir haben Freitagabend und wir haben wieder Live-Training heute zusammen. Ja, ich hoffe, ihr habt die Woche gut rumgebracht und seid jetzt noch ein bisschen fit fürs Training. Denn es wird heute noch mal ein bisschen, ja, dynamisch, würde ich mal sagen. Wir werden gleich eine kleine Mischung machen aus ein bisschen Functional Training, aber ich hätte ganz gerne auch wieder ein paar dynamische Elemente dabei, also ein bisschen was fürs Herz-Kreislauf-System. Und natürlich machen wir noch einen kleinen Flow zum Mobilisieren am Schluss, dass wir so ein bisschen ein abgerundetes Programm haben und dass ihr dann auch ein bisschen entspannt ins Wochenende gehen könnt. Ja, ich sehe, der erste ist schon mit dabei. Wir brauchen eigentlich nicht viel, ihr braucht eure Matte. Wenn ihr habt, kleine Hanteln oder auch Wasserflaschen. Ja, das kennt ihr ja mittlerweile. Also wenn ihr so kleine PET-Flaschen habt, ein halber Liter, so dass ihr sie gut greifen könnt, dann richtet euch die mal her. Und ich habe jetzt hier noch eine Faszienrolle stehen, aber das braucht ihr eigentlich nicht unbedingt. Handtuch könnt ihr euch noch hinlegen, wenn ihr das mitbenutzen wollt. Ansonsten brauchen wir eigentlich nicht mehr. Den Rest machen wir dann mit dem eigenen Körper, würde ich sagen. Noch eine kurze Info, bevor wir starten. Am Ende des Videos gebe ich euch noch ein paar Hinweise zur nächsten bzw. übernächsten Woche, wenn es die neuen Hausaufgaben gibt. Da wird es dann auch am Sonntag noch mal ein kurzes Video von mir geben. Aber alles dazu nach unserem Training. Jetzt richte ich euch gerade noch mal ein bisschen aus, ja, so ein bisschen Feintuning. Schadet ja auch nicht, dass ihr mich auch gleich gut seht. Und dann würde ich sagen, wenn ihr bereit seid, ich bin bereit, dann legen wir los und gehen mal nach hinten auf die Matte. Wir wärmen uns natürlich ein bisschen auf. Und zwar nehmt ihr mal die Arme nach oben und dann zieht ihr die Arme zurück und kommt wieder hoch. Geht dabei leicht in die Knie, schließt bitte die Beine mal komplett und macht auch eure Beine so ein bisschen fest. Also drückt die Knie zueinander. Macht den Po ein bisschen fest, wenn ihr euch aufrichtet, schiebt die Hüfte nach vorne und versucht die Arme ganz locker durchzuschwingen. Und schaut mal, der Po geht nach hinten tief und der Rücken ist gerade. Also achtet mir darauf, dass ihr hier nicht so einen Buckel macht, ja? Nicht hier einmal so, sondern ein bisschen Haltung. Po nach hinten schieben, Brustkorb öffnen und dann immer wieder nach oben aufrichten. Die Hüfte kommt vor. Der Po wird angespannt. Sehr schön. Ausatmen. Und dann machen wir noch zwei. Zieht euch lang nach oben. Und der letzte. Und dann lösen. Sehr gut. Dann stellt euch wieder ganz locker auf die Matte und macht jetzt mal so eine Bewegung mit den Beinen rechts, links im Wechsel. Ihr hebt das Knie nach oben ab, ihr könnt die Arme auch in die Seite nehmen. Dann sieht es nicht so ganz lässig aus, sondern ein bisschen mit Spannung. Und es ist auch ein bisschen anspruchsvoller fürs Gleichgewicht. Und ihr versucht mal hier mit dem Knie wie so ein Halbkreis, ja, oder eigentlich ist es fast ein ganzer Kreis, zu ziehen von innen nach außen. Ja, gerade wenn ihr vielleicht heute noch gesessen seid im Büro. Dann ist es gar nicht schlecht, auch ein bisschen die Hüfte zu mobilisieren, vor allem das Öffnen der Hüfte nach außen. Deswegen versucht diesen Kreis ruhig groß zu machen. Wenn ihr arg wackelt, dann macht es einfach so. Also die Arme an die Seite. Ja, das darf ruhig ein bisschen locker geschwungen aus der Hüfte aussehen. Einfach hier ein bisschen Bewegung reinbringen. Sehr gut. Noch einmal pro Seite. Einmal rechts und einmal links. Und dann die Arme senken. Beine mal kurz auslockern. Leichte Grätsche. Lösen. Sehr gut. Dann bleiben wir gleich in der Grätsche. Die Zehen auseinander. Wir gehen etwas tief, so als würdet ihr euch hier hinsetzen. Lasst aber jetzt den Oberkörper aufrecht. Nehmt die Arme nach vorne. Und dann zieht die Arme zur Seite. Dreht oder bewegt euch jetzt mal mit dem Oberkörper. Von rechts nach links. Versucht ein bisschen Spannung in die Beine zu kriegen. Und lasst mir die Schulter unten. Und versucht nicht eure Arme nach vorne oder hinten zu ziehen, sondern die Arme begleiten euren Oberkörper. Ja, und je weiter ihr euch drehen könnt, umso weiter verändern sich auch die Arme.
wenn jetzt jemand sagt, nee, ich kann mich nur so drehen, ja, mehr ist nicht, dann ist es so. Ja, immer im individuell möglichen Bewegungsspektrum. Also nicht hier irgendwie mit Schwung noch die Arme so nachschieben, sondern lasst die Arme an der Seite und dreht nur euren Oberkörper. Aufrecht bleiben, Schultern tief. Und da spürt ihr vielleicht auch, dass die eine Seite besser geht als die andere. Ja, ganz normal, leider. Wir haben ja oft sehr viel einseitige Bewegungen im Alltag. Da lässt sich das dann nicht vermeiden, dass man da auch einseitig beweglich bleibt oder eben nicht. So, wir bleiben tief, die Knie sind ruhig. Und noch zwei pro Seite. Und der letzte. Und dann die Arme senken, die Hände in die Taille. Und dann noch ein bisschen tief wippen, die Zehen mal leicht anheben. Jawohl. Schiebt euch nach unten, der Po ist aber vorne, der Oberkörper ist aufrecht. Schultern locker. Sehr schön. Noch 4, 3, 2, 1. Und dann einmal die Beine schließen. Ein bisschen auslockern. Gerne auch mal ein bisschen jetzt hier auf der Stelle. Ja, so ein leichtes Springen aus dem Sprunggelenk. Ganz locker die Arme am Körper halten. Und dann gehen wir mal von rechts nach links. Machen wir uns unten noch ein bisschen warm. Und drückt euch mal im Wechsel zur Seite und versucht außen immer den ganzen Fuß aufzusetzen. Innen nur ganz leicht auftippen mit der Ferse, äußerer Fuß komplett absetzen. Also auch die Ferse runter, nicht nur den Fußball. Sehr schön. Ganz aufrecht, locker die Schultern fallen lassen, die Hände leicht öffnen. Ausatmen, einatmen etwas kürzer. Ausatmen, etwas länger. Und dann wieder auf der Stelle. Ganz locker marschieren, die Knie im Wechsel hoch. Und dann die Arme mal heben, zur Seite senken. Großer Bogen. Heben, die Hände zusammen. Oben öffnen, die Hände tief. Nach oben. Unten weiterlaufen. Große Bewegung aus der Schulter. Und die Hände vorne ein bisschen zusammendrücken. Über den Kopf zusammendrücken. Spannung halten. Jetzt lösen. Und wieder öffnen. Ausatmen nach oben. Einatmen nach unten. Die Schulter geht mit hoch. Und wieder mit runter. Unten weiterlaufen. Und noch 3 Runden. Ganz großer Kreis. Noch 2. Letztes Mal und dann auf der Stelle im Wechsel die Fersen zum Po ziehen, Fußgelenke locker lassen dabei. Letzte Übung, dann geht's los in dem Workout. Stellt mal euch in eine leichte Grätsche, die Hände auf die Oberschenkel und dann schiebt mal euren Po zurück, macht den Rücken gerade. Zieht die Ellbogen nach hinten. Und dann macht euch im Rücken rund, schiebt die Ellbogen nach vorne. Kinn zur Brust und dann wieder nach oben. Das Ganze dynamisch, ein bisschen schneller. Wenn ihr euch rund macht, schiebt ihr den Po nach vorne. Wenn ihr euch lang macht, schiebt ihr den Po zurück und nehmt die Schultern zurück. Schaut nach vorne und nach unten. Einatmen. Ausatmen. Ein und aus. Noch 3, 2. Letztes Mal. Und dann lösen. Nach oben. Aufrollen. Und mal ganz locker die Schultern nacheinander nach hinten kreisen. Und 3, 4, 5 Mal die Hände öffnen und schließen. Handgelenke ein bisschen mobilisieren noch, die brauchen wir auch für unsere Übungen. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Und zwar starten wir in einer Schrittstellung, ein Bein zurück. Und zwar so, dass hinten die Ferse oben ist. Wir machen jetzt eine Kombination aus einer Kräftigung und einer dynamischen Übung. Die Arme nach oben an den Körper. Wer möchte, also ich will gleich hier noch intensiv,
darf schon die Handeln oder die Flaschen in die Hand nehmen. Ich mache es jetzt mal noch ohne. Haltet die Hüfte parallel, ja? Also dreht euch hier nicht auf, haltet sie parallel, sucht euch einen festen Stand und dann gehen wir einmal tief, einmal nach vorne. Tief, hoch, nach vorne. Ganz präzise den Fuß wieder aufsetzen. Tief hoch und dann Kick nach vorne. Macht so eine leichte Faust mit den Händen vorm Körper. Oberkörper ist ganz aufrecht. Bauch ist angespannt. Ja, ein bisschen wackeln ist okay. Hinten nur der Fußball. Vorne der ganze Fuß. Und der steht ganz fest auf der Matte. Und der Kick nach vorne, der muss gar nicht so hoch sein. Versucht ihn lieber dynamisch zu machen. Und wieder das Bein sauber nach hinten zu setzen. So, wir machen noch drei. Tief und Kick. Zwei noch. Und Kick. Letzter. Tief und Kick. Und wir bleiben auf einem Bein stehen. Lassen die Arme senken. Und kommen gleich noch in die Standwaage. Standbein ist gebeugt. Bein nach hinten. Leichte Version, die Arme zur Seite. Schwerere Version, die Arme nach vorne. Standbein beugen, Hüfte parallel. Ein bisschen wackeln ist okay. Und dann zieht euch mal lang. Macht das Bein ganz fest. Halten. 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder aufrichten. Und einmal die Beine lockern. So Lockerungsbewegungen zwischendrin. Unspezifisch ist immer gut, ja, dass die Spannung ein bisschen rausgeht, vermeidet aber statisches Dehnen, ja, weil der Muskel für die Kraftentwicklung diese Spannung entwickelt. Wenn ich ihn dann dehne, dann ziehe ich das wieder auseinander. Ist also im Training nicht so sinnvoll. Ja. Man kann nichts kaputt machen per se, aber ist halt nicht so sinnvoll. So, Seitenwechsel. Anderes Bein. Also bei mir jetzt das rechte hinten, ich hatte gerade das linke hinten, ja. Erstmal wieder Position finden. Schrittstellung, Hüfte gerade lassen. Bauch fixieren, die Arme wieder nach oben, schaut, dass er genug Platz hat, gell? Nicht die Einrichtung umkicken. Und dann geht's wieder los. Tief gehen, nach oben und einmal nach vorne kicken. Tief, hoch und Kick. Geführte Bewegung, aber eine gewisse Dynamik. Ausatmen. Und ein. Schaut, dass ihr senkrecht runter geht. Und wenn ihr tief geht, hinten das Bein auch beugt. Also das Knie in Richtung Boden bringt. Es muss nicht ganz am Boden sein. Also ich wackel heute auch. Aber das ist Tagesform. Das kennt ihr bestimmt auch. Manches geht mal besser und mal schlechter. Hängt mit ganz vielen Prozessen zusammen. Regeneration ist eine wichtige Komponente. Wie hat man geschlafen? Wie gut kann man sich konzentrieren? Ja, die Zusammenschaltung der Muskulatur, die Koordination, all das ist nicht immer gleich. Aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem was machen kann. So, die Schultern unten lassen. Fester Rumpf, tief und hoch. Wir machen noch drei. Und vor. Zwei. Und vor. Letztes Mal. Und vor und Achtung, wir bleiben stehen, Arme zur Seite, leichte Version, Fuß nach hinten, Arme nach vorne, schwerere Version, Standbein beugen, das Bein hinten hoch, Oberkörper runter, wir bilden eine Linie und wir ziehen uns lang, wir halten, 5, 4, 3, 2, 1, und wieder aufrichten, lösen, leichte Grätsche und wieder ganz locker die Fersen zum Po, Spannung rausbringen aus der Beinmuskulatur, mal kurz ein bisschen nach oben gehen, ein bisschen Bewegung in den Sprunggelenken und dann kommen wir gleich mal eine Etage runter, also über den halben Kniestand. Nach hinten, erstmal kurz absetzen. So, wir machen folgendes, wir gehen gleich in eine Stützposition und machen eine Bewegung mit den Beinen, indem wir nach vorne gehen mit den Beinen und wieder zurück.
Wichtig wäre mir bei der Übung, dass ihr versucht, also das wäre die Stützposition, ja, dass ihr versucht, wenn ihr nach vorne geht mit den Füßen, dass ihr den Po und den Rücken möglichst ruhig haltet, dass ihr mit dem so wenig wie möglich nach oben ausweicht. Also in etwa so, ich zeige euch den Unterschied. Wenn ich ausweiche, sieht das so aus, mach's jetzt mal extrem. Ja? Wenn ich nicht ausweiche oder wenig, sieht das so aus. Seht ihr den Unterschied? Po unten lassen, Rücken ganz gerade, keinen Buckel machen. Ja? Und das ganz flüssig. Ein Fuß vor, der andere nach, einer zurück, der andere nach. So dass wir immer wieder in die lange Position kommen. Das Ganze machen wir 10 Mal. Danach legen wir uns sofort auf den Bauch. Ihr könnt euch gerne eine Hantel schnappen oder eine Flasche. Und dann heben wir 10 Mal die Arme und die Beine hoch. Gleich nochmal für den Rücken. Okay? Das Ganze ohne Pause. 4 Füßlerstand, 10 aufstellen. Bauchrumpf festmachen. Mit den Schultern über die Handgelenke. Beine hoch. Nach unten schauen. 10 Mal. Und los geht's. Beine. Und wieder lang. Die Knie beugen. Aber nicht absetzen die Knie, gell? Nur beugen. 2. Po festmachen. Bauch fest. 3. Die Ellbogen leicht gebeugt. 4. Atmen. 5. 6. Und der Rücken ist ganz ruhig. Der Po ist unten. 7. Noch 3. 8. Noch 2. Und letzter. Vor. Zurück. Und enge Ellbogen absetzen. Eine Hantel vorne greifen. Die Beine strecken, anheben. Und wir gehen 10 Mal nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Hantel ablegen, jetzt die Beine ablegen. Spannung lösen, gerne den Kopf mit der Stirn auf die Hände. Ich mache das jetzt nicht, weil sonst hört ihr mich schlecht. Die Schultern ganz locker lassen. Lasst euren Kopf schwer werden und bewegt mal euren Po ein bisschen hin und her. Dass ihr das Gefühl habt, ein bisschen Spannung geht wieder raus. Einatmen, etwas länger ausatmen. Sehr gut. Dann kommt mit mir einmal zum Sitzen und nehmt euch gerne jetzt beide Flaschen oder Hanteln, je nachdem, was ihr habt, mal an die Seite rechts und links. Gut. Wir machen eine Übung, Bauchrumpf und gleich noch was für die Schulter. Wichtig, wir rollen uns jetzt, ich zeige es euch erstmal ohne Hanteln, von oben nach unten ab. Dabei fängt die Lendenwirbelsäule an, rund zu werden. Ihr geht runter. Und die Hanteln, die Arme gehen mit nach hinten, ohne dass ihr die Schultern absetzt. Also Spannung hier. Dann kommen wir wieder nach oben, rollen uns wieder auf. Und jetzt hier oben werden wir ganz gerade. Die Hanteln wandern zur Seite und gehen über den Kopf. So aufrecht sitzen wie möglich, dann gehen wir wieder runter. Ganz wichtig, dass wir hier wirklich Bewegung im Rücken, im Rumpf haben, dass wir hier richtig Aktivität haben. Gut, wer möchte, nimmt die Gewichte, wer nicht, macht ohne. Fersen aufstellen, Hüftbreit. Bauch anspannen, wir gehen erst runter. Dafür nehmen wir die Hanteln zusammen. Lendenwirbelsäule zuerst, die Schulter nicht absitzen. Hanteln hinter den Kopf, dann wieder nach oben rollen, die Hanteln zur Seite. Nach oben, 1, das Ganze 10 Mal. Langsam runter, nach hinten, ohne Schwung wieder hoch, groß werden. 2. Und tief. Rund. Hinter. Langsam hoch. 3. Atmen nicht vergessen. Ganz bewusste Bewegung. Nach oben. Und groß werden. Und wieder einrollen. Das waren 4. Schultern nicht absetzen. 5. Ganz klein. Nach hinten und wieder aufrollen. 6. Zieht euch lang. Zieht die Arme nach oben. Rund. Die Fersen sind fest am Boden. 7. Und klein.
und wieder hoch. 8, so, die letzten 2. Runter. Spannung halten. Nach oben. 9. Und letztes Mal. Tief. Nach hinten. Hoch. Ganz gerade Rücken. Und nach oben. 10. Und die Handel absetzen. Und einmal nach hinten rollen. Und ein bisschen über die Matte rollen. Die Hände mal in die Kniekehlen verschränken. Ganz locker. So ein bisschen aus dem Unterschenkel raus. Ganz leichten Schwung mitnehmen. Ausatmen. Noch dreimal. 2. Einer. Und dann wieder zum Sitzen aufrollen. Die Beine kurz lang machen. Einatmen. Und aus. Weit nach vorn. Aufrollen. Ein. Und aus. Einmal noch. Und aufrollen. Lösen. So, jetzt kommt ein bisschen eine schwierigere Übung. Die wollte ich heute ganz bewusst mal mit reinnehmen. Deswegen Minimum 3. Wir versuchen aber 6 Stück zu machen. Wer sagt, ah, das geht schon total toll, der kann auch 8, 9 oder 10 Mal machen. Wichtig, wir sind in einer Seitposition. Ihr kennt den Seitstütz. Ja? So, wir probieren noch eine Etage höher zu gehen. Also einmal hier auf die Hand. Die Finger ein bisschen wegdrehen von euch. Wichtig ist beim Stützen wieder nahe am Körper. Und wir brauchen jetzt gleich diese lange Position. Ihr könnt mal schon nach oben kommen und mal den Fuß hier vorne ein bisschen anwinkeln. Ja? Den brauche ich jetzt nachher gleich gestreckt. Und den hinteren brauche ich locker. Also das Gewicht ist auf dem oberen Bein. Einmal probieren, das untere Bein anheben. Es gibt keine B-Noten, keine Angst. Wichtig, den Arm leicht beugen. Gut, das gleiche auf der anderen Seite probieren, dass ihr es einmal kurz gespürt habt, wie ihr euch stützt. Eng am Körper, beide Beine lang, den oberen etwas nach vorne kreuzen und den oberen belasten, den hinteren hochnehmen. Okay, sehr gut. So, jetzt kommt die Übung. Wie gesagt, wir machen es nur 5 Mal. Beziehungsweise wir machen nur 3. Also wer wirklich Anfänger ist, macht es nur 3. Ich zeige es euch. Oberes Bein ist belastet, hinteres lösen und jetzt nach vorne bringen. 1, wieder zurück, 2, 3, beide Füße aufsetzen und halten. 3, 2, 1, Po senken. Gut, das war die erste Runde. Das gleiche auf der anderen Seite. Stützen, eng am Körper. Beide Beine lang, das vordere Bein vorne kreuzen, hinteres lösen, Arm nach oben und nach vorne. 1, zurück, 2, 3, aufsetzen, eine Linie halten, den Arm leicht beugen, 3, 2, 1, Po langsam absetzen, lösen. Das ist immer wichtig, dass ihr aus so einer Spannungsposition euch nicht runterkrachen lasst. Ja, ihr könnt jetzt auch, wenn ihr da rausgeht, könntet ihr auch das Knie hier so absetzen, dann kriegt ihr hier auch die Spannung weg. Aber lasst euch bitte hier nicht irgendwie so unkontrolliert runterkrachen. Okay? So, wir probieren 5. Eng stützen, vorderes, also oberes Bein vorne kreuzen. Arm nach oben, hinteres Bein anheben. 5 Mal. 1, zurück. 2, 3, atmen. 4 und 5. Aufsetzen, halten. 5, 4, 3, 2, 1. Hier das Knie, dann absetzen. Sehr gut. Einer geht noch. Nochmal 5 auf der anderen Seite. Wer nur 3 macht, macht nur 3. Kein Thema. Ja, das sind Übungen, da braucht ihr viel Körperspannung, lieber weniger, dafür sauber. Eng stützen. Die Beine lang. Oberes Bein vorne kreuz, hinteres lösen, Arm nach oben. 5 Mal. 1, wieder zurück. 2, 3, 4, ein letzter. 5, Bein aufsetzen, eine Linie
hier halten. 5, 4, 3, 2, 1. Knie. Langsam Spannung lösen. Und einmal kurz die Beine lang machen. Ein bisschen lockern. Einmal aufsetzen und ein bisschen rotieren. Ganz locker die Arme mitnehmen. Sehr schön. Und dann nehmen wir den Schwung gleich mit und gehen in den Vierfüßler und gehen jetzt erstmal hier auf die Fersen. Stellt mal die Zehen auf, einmal kurz auch die Fersen nach innen, ich zeige euch das, mal zusammen und öffnen. Zusammen, öffnen. Ja? Ruhig ein bisschen Gewicht hinten drauf, wer jetzt kein Thema mit dem Knie hat oder mit dem Sprunggelenk, das ist immer etwas, das wisst ihr, wenn ich irgendwo eine Verletzung hatte oder habe irgendwo ein Thema. Ich weiß ja auch nicht, woher es kommt, deswegen ist das für mich immer schwierig, pauschal euch das zu sagen. Aber wenn es nur darum geht, dass ihr hier dann irgendwie, ah, oh, das spannt, aber dann macht ihr es. Weil dann ist es wichtig, weil die Spannung wollen wir rauskriegen, ja. Thema Faszien, ja, Plantarfaszien und so weiter. Deswegen da ruhig mal ein bisschen draufgehen. Ja, aber ihr kennt euch selber am besten und wisst, was euch dann auch zu viel ist. So, sehr gut. Die Füße wieder lösen und einmal ganz locker bewegen. Selbe Thema hier mit den Knien. Das hat man auch schon öfter. Wer bei solchen Positionen eine dünne Matte hat, ich habe eine relativ dicke, sage ich immer wieder dazu, der kann sich da auch was unterlegen. Aber ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr viel so Fitness-Sachen macht, holt euch echt eine dickere Matte. Ich weiß, fürs Yoga, fürs Pilates macht man es eher dünner, aber gerade wenn man auch Unterarm stützt oder Knie, ist es echt sinnvoll, wenn man auch eine dickere Variante hat. Oder zwei übereinander, wenn das gut hält. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Ich habe ja gesagt, wir machen auch ein bisschen dynamisch. So, wir probieren jetzt was. Und zwar, wichtig ist jetzt gleich, die Arme mitzunehmen. Also den Schwung von hinten nach vorne und den Schwung hier zu stoppen. Wir gehen auf die Zehen und haben die Knie unten und gehen jetzt, ja, seht ihr, Vorführeffekt, in die Hocke. Wieder tief, in die Hocke und wieder tief. Jetzt kann es natürlich sein, dass von euch jemand sagt, so, oh, das geht bei mir gar nicht. Warum? Weil ihr, wenn ihr in der Hocke seid, sofort merkt, dass die Zehen hochgehen. Also diese Position, das kann nicht jeder. Das ist in dem Fall nicht schlimm. Wenn ihr dann so in der Hocke seid, ist es auch egal. Probiert es einfach mal. Wenn es gar nicht geht, wenn jemand sagt, nee, also das ist ja für mich absolut unmöglich, dann macht ihr Folgendes. Alternativübung, die Arme hoch. Und wir gehen hoch und wieder runter. Wichtig aber, wir gehen nicht ganz hoch, okay? Sondern wir bleiben in dieser tiefen Position. Zack, zack und sofort wieder runter. Also wer nicht springen kann, macht das. Fünfmal hoch, fünfmal runter. Und wer sich traut, der macht es mit mir dynamisch. Wichtig, den Po hinten lösen. Bisschen nach vorne. Bereit? Fünfmal. Und los geht's. Eins. Und wieder zurück. Das ist ein bisschen Überwindung. Macht es mal. Zwei. Und wieder zurück. Wichtig sind die Arme. Drei. Noch zweimal. Vier. Und letztes Mal. Fünf. Und wieder absetzen. Die Füße ablegen. Den Po nach hinten, die Hände nach vorne. Einatmen. Und aus. Ein locker. Und aus. Ein. Und aus. Sehr gut. So, zweite Runde. Wer das gut geschafft hat gerade, macht es nochmal so. Also gesprungen. Ich mache jetzt die zweite Runde mal die etwas entspanntere Form mit, damit das jeder auch mal gesehen hat. So, Zehen aufstellen. Hüfte etwas aufrichten. Die Arme nach oben, die Handflächen zueinander. Und dann stehen wir auf und gehen wieder runter. Fünfmal und wer springen will, der springt. Bereit? Und los geht's. Tief bleiben. Eins. Und runter. Zwei. Kurz halten. Und runter. Drei. Po nach hinten. Rücken gerade. Vier. Und nach oben.
absetzen. Und dann mal die Hände aufeinander legen und einmal nach oben. Ein bisschen in die Rückbeuge. Und wieder locker. Und ausatmen. Brustkorb öffnen. Und aus. Zwei noch. Letztes Mal. Und dann wieder nach vorne. Zehen wieder aufstellen. Letzte Runde. Wieder fünfmal hoch, fünfmal runter. Erinnert ihr euch noch, welchen Fuß ihr als erstes nach vorne genommen habt beim Hochgehen? Und welcher logischerweise als erster wieder nach unten ging? Jetzt machen wir es andersrum. Also bei mir war es der rechte zuerst. Dann kam der linke und dann habe ich den rechten erst wieder runtergenommen. Jetzt mache ich es andersrum. Nehme erst den linken hoch. Fünfmal. Bereit? Und los geht's. Eins. Tief bleiben. Und runter. Zwei. Also ich habe es schon wieder falsch gemacht. Das sind diese Rituale. Drei. Man macht das immer gleich. Macht es andersrum. Wir machen sechs. Vier. Also einen mehr. Fünf. Letztes Mal. Sechs. Und wieder runter. Und dann die Arme senken. Die Knie schließen. Füße ablegen. Und jetzt die Arme mal nach hinten. Und die Stirn nach unten. Und die Schultern mal hängen lassen. Und dann die Hände lösen. Und dann kommen wir über die Seite zum Sitzen. Machen die Beine lang. Und nehmen jetzt die Hände hinter den Körper. Die brauchen wir jetzt, also wir brauchen die Arme. Ihr dürft hier quasi stützen, hier könnt ihr regulieren, wie weit ihr mit dem Oberkörper nach hinten geht. Deswegen die Arme erstmal nahe am Körper. Wenn ihr weiter hinten geht, dann beugt ihr die Arme ein bisschen. So, groß werden, Brustkorb öffnen. Jetzt leicht nach hinten gehen, die Beine aufstellen und zur einen Seite kippen. Völlig egal welche, wir machen beide. Fuß in den Kanten aneinander und die Füße sind auf einer Außenkante auf der Matte. Leicht zurückgehen, zehnmal die Knie anziehen. Eins und lang. Zwei, Oberkörper ist gerade. Drei, Knie sind außen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zur Mitte, Beine lang. Wieder nach vorne kommen. Einatmen. Und aus. Ein. Einmal noch ein. Und aus. Sehr gut. Dann die Arme wieder zurück. Die Knie leicht anheben. Füße zusammen. Knie zusammen, ist ganz wichtig, dass ihr versucht, die Knie zusammenzulassen. Und dann zur anderen Seite kippen. Heißt, eine Pobacke löst sich von der Matte. Die Arme leicht gebeugt, Oberkörper zurück. Brustkorb raus, Bauch anspannen. Zehnmal die Beine. Und los geht's. Eins. Zwei. Die Schultern hinten. Drei. Vier. Fünf. Bauchspannung. Sechs. Die Knie zusammen. Sieben. Acht. 9, 10 und dann wieder absetzen zur Mitte und einmal abrollen. Die Beine zum Brustkorb mitnehmen und 5, 6 Mal die Knie zu euch ziehen, dabei den Po abheben. Einmal noch. Und dann die Beine lang machen, die Arme nach oben einatmen und aus. Ein und aus. Ein. Letztes Mal. Und aus, die Arme nehmen den Körper. So, letzte Übung, Bauchrumpf und zwar nehmt ihr die Beine,
nach oben Richtung Decke. Die Fußinnenkanten wieder zueinander, also ein bisschen Spannung, die Beine zusammendrücken, ein bisschen zusammenpressen. Ihr dürft die Hände gerne hier an der Seite lassen, versucht die aber gar nicht so zu benutzen. Deswegen gerne auch die Unterarme nach oben, also nur die Oberarme. Und jetzt versuchen wir einmal den Po zu heben. Wer möchte, es ist etwas einfacher, wenn ihr den Kopf mit anhebt, seht ihr das? Als wenn ihr den Kopf ablegt. Das könnt ihr machen. Ihr könnt euch schon ein bisschen hier mit den Armen helfen, aber nicht so viel. Versucht das mal hier unten rauszumachen. Und jetzt versucht ihr beim Hochgehen einmal die Knie leicht nach rechts und einmal die Knie leicht nach links zu drehen. 5-mal pro Seite, also insgesamt 10. Letzte Übung. Die Arme neben den Körper. Die Füße zusammen. Oberkörperkopf leicht anheben. Rechts fangen wir an, jede Seite im Wechsel. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. Atmen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Füße ablegen. Arme hinter den Kopf. Lang machen. 3 Atemzüge. Einatmen. Und aus. Ein und aus. Einmal noch ein und aus. Und weißt du, schön war? Zweite Runde. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Nochmal 10. Die Arme an die Seite. Die Beine nach oben. Fußinnenkanten zueinander. Und versucht mal hier nicht mit so einem Schwung zu arbeiten, sondern wirklich nur eine ganz kleine Bewegung unten raus. Mir reichen 3 mm. Gott. Kopf, Oberkörper leicht anheben, die letzten 10 im Wechsel und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noch 2, 9 und 10. Beine absetzen, die Beine lang machen, die Arme nach oben. Einatmen und aus. Brustkorb, Brustwirbelsäule von der Matte lösen. Einatmen, wieder locker. Und aus. Einmal noch ein. Und aus. Und dann die Beine aufstellen. Und einmal zum Sitzen und über die Seite. Nochmal in den Vierfüßler. Noch ein bisschen Entspannung für den unteren Rücken. Die Füße ablegen, die Hände leicht nach innen und dann kommt ihr mal nach vorne mit der Hüfte. Die Schulter tief lassen und dann kommt ihr langsam nach vorne. Den Po ein bisschen anspannen, den Bauch anspannen und wieder nach oben gehen und nach hinten ablegen. Einatmen. Und Lendenwirbelsäule nach unten, Blick nach vorne, ausatmen. Einatmen und aus. Po weit zurück. Einatmen und langsam kontrolliert nach vorne, aus. Oberkörper heben, einatmen. Und aus. Letztes Mal. Einatmen. Und aus. Einatmen. Und noch einmal zurück. Aus. Und dann die Füße aufstellen, den Po nach oben schieben. Und zu den Händen wandern, den Rücken ganz rund machen, die Knie leicht beugen, langsam nach oben kommen und ganz bewusst aufrollen, bis ihr steht und im Stehen 3-mal die Schultern zurückkreisen. Und weil ich es so gerne mache, zum Schluss einmal kurz locker springen, ganz leicht federn, Arme locker, Schultern hängen lassen, ja, da wirbelt es auch die Haare durch.
Und dann einmal entspannen. So, jetzt haben wir die Rolle gar nicht gebraucht. Das macht aber nichts. Hat ja auch nicht jeder eine, ich weiß. So, jetzt komme ich mal zu euch nach vorne. Das war unser Workout für heute, also so eine kleine Mischung, ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Kräftigung, Körperspannung, ja, auch mal die ein oder andere schwierigere Übung. Nehmt dieses Workout gerne nochmal mit, ja, macht es nochmal am Wochenende, vielleicht am Sonntag, ja, damit ihr einfach dann gerade die schwierigeren Übungen vielleicht nochmal probiert. Vielleicht geht es dann auch schon besser. Kurze Info, ich werde mich am Sonntag wieder melden bei euch mit einem kleinen Video. Das kennt ihr ja schon, wie es dann nächste Woche weitergeht. Thema Hausaufgaben und so weiter. Also alle Infos gibt es dann von mir am Sonntag. Jetzt lasst mich mal kurz hier in die Fragen oder ob es Fragen gibt. Ah, wer hat da geschrieben, oh, das ist so schwer, das war bestimmt die eine Übung, gell? Also wenn ich da hinten bin beim Übung machen, gell, dann ich sehe schon, dass hier mal was geschrieben wird, aber ich kann das A nicht lesen von da hinten, das sage ich euch ganz ehrlich. Auch nicht, wenn ich mir noch eine Brille aufsetzen würde. Und während ein Workout ist natürlich immer schwierig, dann auch drauf einzugehen. Deswegen mache ich das jetzt. Ja, die Elisabeth schreibt, ich schaffe das nicht von der Armkraft. Natürlich, es ist viel Stützarbeit, deswegen ist das saubere Stützen wichtig, aber das ist unglaubliche funktionelle Kraft, die sich dann auch auf den gesamten Körper überträgt. Und ich weiß, ich höre das sehr häufig, gerade von den Mädels, ich habe da die Kraft nicht. Das liegt einfach dran, weil wir das zu wenig machen. Deswegen muss man nicht klettern und muss nicht extrem Gewichte stemmen. Aber dieses funktionelle hier mal stützen, Unterarme, Seitstütz und so weiter. Da muss man sich ein bisschen langsam rantasten, wenn es am Anfang nicht geht. Ja, deswegen helfen da auch statische Positionen ganz gut. Ja, aber ich muss immer irgendwie oder ich möchte halt probieren, dass ich für jeden was dabei habe. Deswegen, wenn ihr merkt, hey, das ist mir zu schwer, dann haltet ihr einfach so eine Position. Zählt bis 5 und dann geht er wieder raus. Und das macht ihr ein paar Mal, dann werdet ihr merken, das wird sehr schnell besser, weil das eure Relativkraft ist, die ihr habt mit euren Körperhebeln. Ja. Und da ist immer Entwicklungspotenzial. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, ich kann nicht in die Hocke springen, schreibt die Katrin. Das ist interessant, ja. Das ist wirklich eine geile Übung. Du kannst mal probieren, wenn du dir zum Beispiel 2 Stühle nebenan hinstellst. Also Stuhl, Sitzfläche und die Lehne ist dann außen. Und du bist quasi zwischendrin, dass du die Unterarme oder die Hände auf den Stuhl legst und dann versuchst hochzuspringen und dir noch ein bisschen hilfst aus den Händen raus. Das hilft, weil das ist eher kopfmäßig was man überwinden muss, ist meine Erfahrung, als jetzt, dass man das wirklich nicht kann. Ja, deswegen mit den Stühlen, es würde auch im Türrahmen gehen, aber ich finde so die Hilfe nach außen bringt nicht so viel als die Hilfe auf der Stuhlfläche und die Stühlefläche ist auch meistens eine gute Höhe. Also das kannst du mal ausprobieren, ob es dann vielleicht besser geht, aber auch das wird besser, ist wie mit allen Sachen, gell? Ist vollkommen klar. So, dann lass mich mal kurz gucken. So, ja, sonst sehe ich jetzt eigentlich soweit nichts. Ja, macht's einfach nochmal. Gönnt euch morgen Pause, macht's am Sonntag nochmal und dann schaut einfach am Sonntag nochmal rein. Ich kann euch nicht genau sagen, wann ich es schaffe, weil bei mir gerade auch schon wieder einiges los ist, aber ihr kriegt am Sonntag noch ein Infovideo zu mir, von mir, wie es dann weitergeht. Und neue Hausaufgaben gibt's dann ab Montag. Die schon da mit den Listen immer fleißig sind, die wissen das. Auf unserer Seite Happy and Fit Fitness gibt's immer auf der Seite Links. Gibt es die ganzen Playlists und wenn man da reingeht, dann seht ihr immer die Homeworkliste mit dem jeweiligen Datum. Ab Montag ist dann der 29.06. und dann wieder für die nächsten 2 Wochen. Und dann hoffe ich, ihr seid da wieder mit dabei. Ja, Katrin, vielen Dank für dein Feedback, habe ich gerade noch gelesen. Du siehst, es gibt Fortschritte. Manches geht schneller, manches geht nicht so schnell. Es ist auch nicht immer alles spürbar. Manches schleicht sich so ein bisschen ein. Und irgendwann denkt man mal zurück und sagt, ah, stimmt das? Irgendwie anfangs konnte ich das noch gar nicht. Ah ja, das, jetzt kann ich das. Habe ich mir keinen Kopf mehr drum gemacht. Also je mehr sich das automatisiert, umso besser. Aber von nichts kommt nichts. Das ist einfach so. Und ich sag's euch, wenn nichts tun würde, dann würden die Dinge auch schlechter werden. Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt letztes Mal wieder Klimmzüge gemacht. Habe ich ewig nicht gemacht. Habe ich früher auch irgendwie 12, 13 eigentlich gut geschafft. Jetzt habe ich irgendwie 6, 7 und die sind auch nicht so ganz sauber. Also das ist immer so. Alles, was man nicht macht, der Körper ist einfach so, der baut das ab. Das ist Urgenetik, das kriegen wir nicht raus. Deswegen hilft es nichts. Es gibt nicht die Übung, es gibt nicht das Fitnessprogramm, das alle Probleme löst. Es ist immer nur das Machen, das Regelmäßige,
das Sinnvolle, auch Pausen dem Körper geben, damit er sich entwickeln kann, nicht übertrainieren, ein bisschen, ja, einigermaßen gut schlafen, sich einigermaßen gut ernähren. Ernährung ist natürlich, wenn man definieren will, wenn man Sixpack und so Sachen will, dann ein sehr großer Bestandteil, aber wenn man es aus gesundheitlichem Aspekt sieht, kann man sich auch mal was gönnen, ja. Also wenn ich alles, ihr müsst euch das vorstellen wie ein großes Fass. Und wenn ich das Fass immer wieder ein bisschen fülle vielleicht mit schlechten Dingen, ich habe mal wieder Wein getrunken und habe mal wieder Grillparty gehabt, ja. Und wenn ich es dann wieder ein bisschen leere mit ein bisschen mehr Training oder mal mit 2, 3 Tagen, wo ich ein bisschen weniger esse, dann reicht das vollkommen. Also man muss nicht päpstlicher sein als der Papst, bin ich auch nicht. Ich habe gerade vor dem Workout noch 2 Kugeln Schokoeis gegessen. So, jetzt wisst ihr es. Aber die habe ich jetzt schon wieder weg und es ist mir auch wurscht, ja. Also es muss ja Spaß machen und ich hoffe, euch macht es auch Spaß mit dem Training, dass ihr euch da nicht zu sehr kasteien müsst, denn das ist immer das Allerbeste, weil was man gerne macht, das geht eigentlich fast von allein. So, das war jetzt das Wort zum Freitag. Ich muss gleich noch arbeiten, Leute. Deswegen muss ich euch jetzt schon ins Wochenende schicken, aber ihr wart fleißig und wir hören uns bzw. sehen uns gut dann am Sonntag. Lasst euch gut gehen, ruht euch aus und ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao.